Jo, da sind wir da bei One Piece Unlimited Cruise. Beim letzten Mal haben wir das Tutorial eigentlich so quasi beendet, sage ich mal. Und sind nun hier so ein bisschen auf der ersten Insel. So, mal kurz die Gegner umhauen. Auch eine Sache, die ich noch nicht gesagt habe, wenn man umgehauen wird, dann ist die Combo da oben quasi weg. Da muss man quasi nochmal von Anfang anfangen. Habe ich jetzt leider darunter gehauen, das wollte ich nicht. Aber wir sind mittlerweile schon mal von den SP wieder voll. Wir haben magnetischen Schein und auch noch mehr Eisenschrott bekommen. Wir könnten theoretisch, glaube ich, so langsam auch zum ersten Boss gehen. Aber wir können hier noch eine Mission finden, eben mal. So, indem wir einfach da dran gehen und dann aktiviert sie einfach automatisch hier was. Hm, dieser Felsen blockiert den Weg. Hey, Langner, soll ich was dagegen tun? Kannst du das denn? Klar, besorg mir die nötigen Materialien und ich mach dir super den Weg für den New Fry. Echt? Was hast du denn vor, Frankie? Haha, das werdet ihr schon sehen. Man sieht hier schon, wir haben erstmal zwei Items, die wir noch gar nicht haben und zwei Komponenten, die wir noch gar nicht haben, um dahin zu kommen. Deswegen, das lassen wir erstmal. Können wir stattdessen jetzt wieder ein bisschen so ein Kampfes raus? Ja. Heilkräuter mit einem Ballon rausgeholt. So. Na komm, sammelt euch so ein bisschen. Genau, kommt zurückgerannt. Ich kann dich noch. Ach, verdammt. Hab zu lange gewartet. Auch eine Methode, wie man. Trotz abgelaufenem Kampfesrausch noch die Sachen bekommt, ist, wenn man im Kampfesrausch den Gegner noch weggehauen hat, und während er auf dem Boden liegt, ihn noch weiter bearbeitet, bis er dann irgendwann tot ist. So, sammelt euch mal so ein bisschen zusammen. Jetzt dürften wir aber auch wieder voll sein. Ja. Und selbst wenn die Items verschwunden sind, man hat noch eine kurze Zeit, um die doch zu holen, sag ich mal. Gut, damit haben wir schon mal die eine Seite der Insel erkundet. Jetzt würde ich sagen, geht's an die andere. Die ist ein bisschen kürzer. Außer wir gehen jetzt da oben hin. Da ist auch noch mal ein bisschen was, wo Ruffy halt herkam. Ich muss gleich mal gucken, wie hoch das Level so ist von den Attacken. Der Ballon wird natürlich am schwersten zu leveln sein, weil hier will man damit richtig Gegner angreifen, ne? Ah, das wollte ich eigentlich nicht machen. Ich wollte es mir eigentlich aufheben, aber gut. Moment mal. Soll ich da gerade drüber nachdenken? Es fehlt noch ein bestimmtes Item. Ja, ich guck nachher mal. So, man kann schon sehen hier, der Schlag. Und man sieht das Level, wie weit das schon gegangen ist. Ja. Es zählt aber auch nur, wenn man die Gegner trifft. Also wenn man einfach nur so quasi in die Luft schießt, bringt nichts. Und Bombs. Mal weg. So. Na komm, sammelt euch so ein bisschen. Und da hängt es wieder rum. Aber ihr habt nicht viel verpasst. Ich habe gerade nur noch mal Gegner umgekloppt. War hier nicht noch was? Und weg. Ja, wie gesagt, da war was. So, der Gatling Kokosnuss. Splitter. Ja. So. Hier haben wir wieder einen Stein mit einem Pilz darunter, mit dem wir ein bisschen höher springen können. Das war gerade kurz der Staubsauger, den ich demonstriert habe. Ja gut, ich ignoriere jetzt erstmal ein paar Gegner. So, da sehen wir, da ist ja was in der Erde drin. Das können wir einfach mit dem mit der Spitzhacke rausholen. So. Da oben sehe ich einen Schatz. Den hole ich.
mir, wenn ich die richtige Tastendrücke. So. Wir laufen einfach rüber und springen hier hoch. Und bekommen 10-mal Nektar. Und einmal Marmor dürfte es wahrscheinlich sein. Ja. Ach. B. Verdammt. So. Die Typ ist da unten, ignorieren wir jetzt erstmal so ein bisschen. Kann ich hier? Nein, ich kann doch nicht durch. So, schauen wir noch mal, wo ich hier rausgekommen bin. Ah, okay. Da, wo Ruffy war. Wollte ich noch nicht hin. Wieso drücke ich immer A zum Springen? Mit B springt man. Ich kann es mir irgendwie nicht merken. So, hier hinten sind jetzt auch ein paar mehr Gegner. Meine ich jedenfalls. Wenn wir hier nochmal hingehen. Können jetzt eben noch ein bisschen Mehl mitnehmen. Ja, es sind schon ein paar mehr. Es sind vor allem schon Gegner da, die erst später kommen. Normalerweise. So, Moment, genau. Wieso auch nicht? Attacken leveln, je nachdem, wie oft man einen Gegner trifft. Von daher. Ich habe gerade eine Menge Gegner getroffen. Moment, wollte ich nicht machen. So. Wollen wir doch mal. Hat die das getötet? Jawohl. Hier ein bisschen was und da ein bisschen was und wir sind wieder voll. So kann man das halt immer schön ausnutzen, um wieder voll zu werden. Selbst wenn man dann davon eine Spezialattacke eingesetzt hat. So. Kosmos kaputt. Mittlerweile dürfen wir wahrscheinlich auch genug haben, um die 2 GP voll zu bekommen. Hier den Gegner weg. Oder auch nicht. Hier ist keine Ananas. Ananas? Was? Kokosnuss. Ja, Ananas. Das war eben eine Ananas. Hat man doch eindeutig gesehen, oder nicht? Ich weiß nicht, was ihr habt. So sehen bei mir auch Ananasse. Ananasse? Ist der Plural von Ananas Ananasse? Na komm. Manchmal will das auch nicht so richtig gut reagieren, muss ich sagen. So muss eigentlich auch nicht immer sein. Eigentlich will ich nur nach vorne schauen und dann wie sich halt aus Versehen immer Gegner an. So. Und dann schmeißen wir die nochmal hier vor runter. Na, was haben wir denn hier? Eisenschrott. Na schade, ich dachte, ich könnte vielleicht das Item von den Dingern bekommen. Aber nicht. Oh, da ist ja noch einer. So, da hat man es gesehen, das mit dem Kampfesrauschen wohl alles geändert. Weil wir halt umgehauen wurden. Und ich meine, es war so, dass wenn man zumindest einen Gegner übrig lässt, dann halt aus dem Gebiet, wo sie erschienen sind, halt wieder abhaut. Spawnen, wenn man das nächste Mal zurückkehrt, alle Gegner wieder. Oder man wartet einfach einige Zeit, dann sind sie sowieso wieder da. Aber gut, erkunden wir erstmal jetzt weiter. Wobei ich sagen muss, der beste Ort zum Trainieren ist immer noch die 4. Insel. Ihr werdet es dann sehen, wenn wir dort sind. Deswegen wird da wahrscheinlich das meiste Training, sage ich mal, ablaufen. Und bis dahin werde ich einfach ganz normal einsetzen und dann gucken, was da so bei rauskommt. So, da oben haben wir auch nochmal eine Truhe, da links. Moment. Da. Das ist Schatzkarte Nummer 10, wenn ich mich nicht irre. Ja. Die wir für die Angel brauchen. Wobei ich mich immer noch frage, wo ist meine Angel? Ich habe sie jetzt auf dem Schiff spontan nicht gefunden. So, ganz viele Heilkräuter. Hat sich doch gelohnt. So, die Dinge habe ich ja gesagt, können wir ja nur mit Schwert kaputt machen. Es gibt noch eine andere Methode. Und zwar mit einer Spitzhacke. Und da kriegen wir auch Bambus. So, haben wir hier noch was? Ja, ich sehe da was. Ah, und genau, da sieht auch so ein Gum-Gum-Axt Level 6.
Zumindest bis zum ersten Boss kann ich hier Ruffy so ein bisschen benutzen. Mal wieder eine blaue Kugel erhalten. Füllt dann auch wieder die blaue Komponente auf. Ich schätze mal in der nächsten Folge oder... Ja, wobei eigentlich sogar noch wahrscheinlich in dieser Folge werden wir dann auch den ersten Boss schon machen. Denn diese... Ja, soll ich sagen... Aua. Die machen aber auch guten Schaden. Diese. Was soll ich sagen? Diese Steine, wo wir halt das aktivieren. Sind normalerweise immer dort, wo man, ja, einen Boss als nächstes macht. So, da haben wir noch was bekommen. Das heißt, immer wenn man sowas aktiviert, kommt gleich direkt danach ein Boss. Und es gibt immer zwei Bosse pro Insel. Nur ist halt meistens so, dass die Items, die wir dann dafür brauchen, sind manchmal sehr böse. Sehr, sehr böse. Ich glaube, ich werde auch bald Frankie als einer der ersten trainieren. Denn er hat eine Fähigkeit, wo man das denken kann, wie viele Items man braucht. Ich meine, die ist auch jetzt schon in, ja, die ist schon aktiv. Deswegen halt, glaube ich, bei der jetzt nur... Lass mich mal schauen. Nur drei Eisenschrott brauchen, weil sonst wären es, glaube ich, ein paar mehr gewesen. So, hier haben wir auch nochmal eine Truhe hier oben, glaube ich. Gehen wir mal direkt hin. Steine und hier bekommen wir ein Erholungsmedikament, womit wir uns wiederbeleben können. Wir werden automatisch komplett geheilt, wenn wir auf dem Schiff sind, aber halt unterwegs nicht. Und mit dem Medikament geht's halt doch. So. Hier hat, glaube ich, Ruffy angefangen. Da haben wir sogar noch einen Schmetterling. Der meinte, nö, ich hau hier nicht ab. Ich schlürf hier meinen Nektar weiter. Der normale Schwalbenschwanz. Genau, was wir auch machen können. Oh, da war noch einer. Wir können den Staubsauger nehmen. Das geht, glaube ich, aber erst mit dem Power-Staubsauger. Und einfach mal mit ein bisschen schütteln und dann saugt er einfach alles, was vor sich ist, weg. Und auch ein. Kann ich hier mal demonstrieren. Und alles kommt schnell zu mir. So, kriege ich jetzt auch mal einen von diesen Enels-Typen kaputt? Nein, natürlich nicht. Jetzt mal kommt das wieder. Okay, Frankie, mach es klar. Eine Tülle? Kein Problem, aber lass es nur mir. Ja. Das ist quasi, glaube ich, die andere Seite von dem, was wir das letzte Mal... oder war das sogar in dieser Folge? Ich weiß gar nicht. Jedenfalls von der anderen Seite, wo wir einen Tunnel machen wollten, ist das die andere Seite. Da kann man nämlich von beiden Seiten rein. So, ich muss kurz mal gucken. Items stacken sich bis 20. Okay. Sind wir noch nicht da, wo Ruffy angefangen hat? Nee, Moment, doch. Was war das da? Okay. Dann haben wir jetzt erstmal die ganze Insel... Ja, erforscht, sag ich mal. Soweit, wie wir halt erforschen können. Dann laufen wir jetzt auch einfach an den Gegnern vorbei. Und wir... Na, wobei, wir haben da noch ein bisschen was. Und zwar kann ich das mit Brook demonstrieren. Wie ich schon sagte, er kann ja über Wasser laufen. Und zwar einfach so. So, und nochmal. Und damit kommen wir hier dran. Und wieder zurück. Und... Zack. Okay. Ich kann ja schon mal das hier aktivieren. Können wir mal kurz eben das kleine Teil hier füttern. Das füllt 1 auf. 2 Punkte. Gut. Dann mache ich das erst einmal. Dann können wir jetzt einmal hier aktivieren. Und danach gehe ich nochmal kurz zum Schiff zurück, um ein paar Sachen abzulegen, weil so langsam wird doch ein bisschen viel im Inventar.
Ja. Weg freigesprengt einfach mal. Ach, sie reden ja doch nicht. Nein, auch zum Überraschung, dass wir es zum ersten Mal gesehen haben. Ich glaube, da war gerade ein kleiner Fehler. Die haben nämlich den Namen von dem Kleinen gesagt, ohne dass wir uns auf den festgelegt haben, oder? Oder wurde schon gesagt, wie sie ihn nennen wollen? Ich denke nämlich nicht. Hm. Naja, whatever. Ja, das sind so Bosse. Was in aller Welt? Dieser Baum sieht echt merkwürdig aus. Ach, jetzt reden sie plötzlich doch wieder. So, wir gehen ran und überprüfen das doch mal. Schauen wir doch mal, was es ist. Jetzt stoppt natürlich das Bild wieder ein bisschen. なんだ。なんだあいつ。でっかくて熊みてえだ。的を射ている。出た。七部会。なんでこいつが出てくんのよ。 So, boah, oh Gott, wie viel Energie hast du denn bitte? So. Da nicht angreifen, während er diesen Konter macht. Ich versuche natürlich sofort den Kampfesrausch hinzubekommen. Und, na Moment, genau, was man auch machen kann. Man kann quasi dieses umgehauen werden. Ja, mehr oder weniger abblocken, sage ich mal, indem man sich so ein bisschen zur Seite dreht. So, und jetzt schnell Spezialattacke reinhauen. Während meinem Kampf ist raus. Ja, na danke. Ach ja, noch eine ziemlich miese Sache. Wenn man... Hallo? Wenn man ihn... Wenn man eine Spezialattacke gemacht hat, ist man auf den Gegner nicht mehr anvisiert. Was ziemlich nervig sein kann. Da schnell hinter ihn stellen. Und aber ein bisschen Schaden reindrücken. Mach das doch nicht während meiner Kombos. Und stell dich nicht an die Wand. Ja, komm. Du warst schon dabei aufzustehen. Mit Wienwald reicht die Attacke. Okay, nicht allzu weit. So, ich bleibe jetzt ein bisschen hier. Vielleicht kommt er so ein bisschen zu mir hingehüpft. So, jetzt nicht mehr. Okay, das Timing muss ich noch ein bisschen rausfinden, ab wann er da wieder angreifbar ist. Au.
noch nicht, jetzt. Ich sollte ihn nur dann erstmal noch treffen, na gut. Ah, genau, wenn man so blau leuchtet, ist man für einen kurzen Moment unbesiegbar. Da man gerade einer Attacke perfekt ausgewichen ist. Ach komm, ich hab dich doch voll erwischt. Ich kann ja nebenbei mal kurz die stärkste Attacke meiner Meinung nach im Spiel demonstrieren. Indem wir erstmal Gear 2 aktivieren. Und das Spiel wieder so ein bisschen rumhängt. So, und... Nämlich Jet Gatling. Macht nämlich guten Schaden. So. Ab der Hälfte verwandeln sie sich so ein kleines bisschen. Ah, und da ging mein Gear aus. Ab der Hälfte verwandeln sich so ein kleines bisschen. Man sieht halt auch, dass da seine Schulter so ein bisschen aufgegangen ist. Sie können dann manchmal auch ein paar mehr Attacken. Vor allem stärkere Attacken. Und was halt auch schön ist, sie können ihre Spezialattacken. Die manchmal nicht sehr leicht auszuweichen sind. Autsch. Mann. Bonks, wieder weggehauen. Ich sehe schon, Ruffy wird das Ganze nicht überleben. Au, 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 au. Und Ruffy ist down. Gut, aber ich würde sagen, den Kampf machen wir dann in der nächsten Folge fertig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.